So, fast sind wir am Ende, aber noch nicht ganz. Unsere nächste und leider letzte Slammerin ist schon eine ganze Zeit in dem lustigen Science-Slam-Zirkus dabei. Auch hier war sie schon mal vor einiger Zeit mit dem Thema Schweiß. Läuft's bei dir? Kann mich noch gut daran erinnern, war sehr lustig, sehr cool. Und ihr letztes Thema klingt noch spannender. Sex Smells. Begrüßen Sie mit einem donnernden Applaus Janina Otto. Ein Applaus, Janina. Ja, ich finde, die spannendsten Fragen in der Wissenschaft sind doch immer die Fragen, auf die es noch nicht so richtig eine Antwort zu geben scheint. Und eine dieser Fragen habe ich euch heute mal mitgebracht. Und zwar geht es jetzt um die Frage, gibt es Pheromone beim Menschen? Wir haben ja eben schon so ein paar nette Ausschnitte von Jogi Löw gesehen. Vielleicht hätte ich den das mal fragen sollen. Habt ihr da schon mal was zu gehört zum Thema Pheromone beim Menschen? Ja? Ich bin ganz ehrlich, wenn ich das so mit Kollegen bespreche, aus der Humanbiologie, da höre ich auch ganz gerne mal Pheromone. Das gibt es doch gar nicht. Also Pheromone scheinen ein bisschen das Bielefeld der Life Science zu sein. Das hat mich neugierig gemacht und deswegen erzähle ich euch jetzt was darüber. Und wir fangen an mit einer kleinen Definition. Was sind Pheromone eigentlich? Also ja, kann man da jetzt lesen, ganz lang, aber auch, ich kann es euch auch ganz kurz erzählen. Pheromone sind so eine Art Hormon, das nicht auf euch selber wirkt, sondern auf euer Umfeld. Also jetzt vielleicht auf euren Sitznachbarn. Und das ist irgendwie eine gruselige Sache, weil darauf folgt immer bei dem Gegenüber so eine Art Reflex, gegen den er sich nicht wehren kann. So, und da denken jetzt einige Leute, das ist ja Manipulation, da könnten ja schlimme Dinge passieren, vielleicht verliebe ich mich in jemanden, der gar nicht gut für mich ist, oder vielleicht kaufe ich was, was ich gar nicht brauche, oder im schlimmsten Fall vielleicht beides gleichzeitig. Und ich finde, bei dem Preis sollten wir uns auch dringend mal darüber unterhalten, was können eigentlich Pheromone und was können sie halt auch nicht. Also, drei Fakten. Erstens, Pheromone sind keine Duftstoffe. Pheromone sind also etwas anderes als das, was wir in dem Vortrag vorhin gehört haben. Pheromone können einen Geruch haben, müssen sie aber nicht. Und Pheromone können mit der Nase wahrgenommen werden, müssen sie aber auch nicht. Das würde nämlich die Frage aufwerfen, ob zum Beispiel Bienen oder Ameisen, die Pheromone benutzen, Nasen haben. So, dann haben wir noch zweitens. Die Reaktion, die auf so ein Pheromon folgt, ist nie erlernt. Auch das ist anders als bei Duftstoffen. Wenn wir was Leckeres riechen, kriegen wir Appetit. Das ist erlernt. Und bei Pheromonen ist das anders. Die Reaktion, die dann von uns kommt, ist eher so eine Art Reflex, gegen den wir nicht so viel tun können. Und weil das halt gruselig ist und so ein bisschen nach Manipulation klingt, auch zur Sicherheit Nummer drei. Pheromone sind auch kein Zauberscheiß, ne? Also egal, was euch die Werbung da vielleicht so vermitteln will, wir Menschen sind bekannt dafür, dass wir einen freien Willen haben und das unterscheidet uns von Tieren und Insekten und zum Beispiel, um auch nochmal auf das Thema Partnerwahl zurückzukommen, es gibt ja auch noch auditive oder visuelle Eindrücke. Ne? Also was jemand sagt oder wie er das sagt, ist bei der Partnerwahl auch wichtig. Stellt euch zum Beispiel mal vor, ihr habt ein Blind Date und derjenige hat das Parfüm drauf und dann kommt Friedrich Merz. Und dann könnt ihr euch ja mal überlegen, ob das Date durch das Parfüm anders verläuft oder nicht. Okay, jetzt haben wir gesehen, was das ist, was das nicht ist. Vielleicht nochmal ein Beispiel. Ne? Das ist Androstenon, das kennen wir von Tieren. Und zwar verströmt das der Eber, wenn er sich mit der Sau paaren möchte. Und auf die wirkt das so ein bisschen, naja, ist ein makaberer Vergleich, aber auf die wirkt das ein bisschen wie K.O.-Tropfen, weil die fällt dann in eine sogenannte, Achtung, Fachbegriff, Duldungsstarre. Ist auch ein netter Hashtag. Ja, und dann können die sich halt paaren, ist natürlich biologisch gesehen total wichtig, weil die würden sich sonst doch arg verletzen. Also jetzt wissen wir, was das ist, haben ein Beispiel gesehen, was nicht ist. So, jetzt kommen wir zurück zur Kernfrage. Ne? Gibt es Pheromone bei Menschen? Da müssen wir in Studien gucken, das ist ganz klar, weil das ist jetzt gar nicht mal unbedingt so eine unstreitige Frage. Da habe ich euch eine Studie mitgebracht, über die müssen wir unbedingt reden, aus dem Jahr 1980. Das war eine der ersten, die tatsächlich diesen Zusammenhang dieser reflexartigen Reaktionen, die ja bei Pheromonen bekannt sind, im Zusammenhang mit Menschen erforscht haben. Und die Forscher haben so eine Art Reise nach Jerusalem in einem Zahnarztwartezimmer gespielt. Die haben dann nämlich einen Stuhl mit Androstenon präpariert. Warum Androstenon? Man wusste damals schon, dass das ein Schweinepheromon ist und da haben die Wissenschaftler einfach eins und eins zusammengezählt. Sie haben gedacht, das funktioniert ja bestimmt beim Menschen auch.
Nein, man wusste auch noch, dass Androstenon charakteristischer Bestandteil von Männerschweiß ist. Ja, und dann haben sie geguckt, wer setzt sich da so hin und wer setzt sich da nicht hin. Und die Forscher haben herausgefunden, wenn dieser Stuhl präpariert ist, dann wird er von Männern gemieden und von Frauen bevorzugt. Glaubt ihr das? Manche ja, manche nein. Ich fand das ein bisschen plakativ. Ne? Das ist wie so ein Wunschergebnis irgendwie. Und deswegen habe ich mir die Studie mal angeguckt. Und ich fand spannend, da ist nur eine Abbildung drin in der Studie und es ist kein Diagramm. Ich habe es euch mal mitgebracht, weil es ist der hochwissenschaftliche Sitzplan dieser Studie. Haben sich sehr viel Mühe gegeben. Die Wissenschaftler haben auch ein paar Striche vergessen, also sehr toll gearbeitet auf jeden Fall. Und man sieht jetzt an diesem Sitzplan auch, die Studie hat ein paar Probleme in der Durchführung. Der Stuhl hier mit dem A, das ist der präparierte Stuhl, und was wir jetzt zum Beispiel gar nicht wissen, ist, da bei dem D, wenn ich da reinkomme und mich entscheide, wo ich mich hinsetze, hat das überhaupt einen Einfluss darauf? Also nehme ich das da hinten überhaupt auf diese Distanz wahr? Das ist ein Problem. Das andere Problem ist, ich habe früher mal in einem Schweißlabor gearbeitet und habe Deo-Wirkstoffe entwickelt und da hatten wir Androstenon auch da und ich durfte daran riechen. Und ich kann euch sagen, das war das Ekelhafteste, was ich hier gerochen habe. So ein bisschen nach Urin gerochen. Aber das ist nicht alles bei Androstenon. Tatsächlich nehmen viele Leute Androstenon sehr unterschiedlich wahr. Manche sagen, das riecht nach gar nichts, weil die keinen Rezeptor dafür haben. Und andere Leute, komische Leute, sagen, das riecht nach Vanille und Honig. Und wenn ihr mich fragt, das kann halt ein entscheidender Hinweis bei der Platzwahl auch sein, ob ich finde, dass es da nach Urin riecht oder nach Vanille und Honig. Und das hätte auffallen können. Ja, und um vielleicht auch nochmal auf dieses Produkt zurückzukommen, da ist nämlich ganz viel Androstenon drin. Ich würde mal sagen, beim Blind Date, no risk, no fun. Ihr wisst ja gar nicht, wer euer Gegenüber das so findet. Also ja, die Studie ist irgendwie Quatsch. Definitiv nein. Ja, schade, ne? Also gibt es jetzt vielleicht doch keine Pheromone. Ich lasse es mal so stehen und zeige euch drei Studien und ihr könnt am Ende selbst entscheiden, ob es Pheromone bei Menschen gibt, ja oder nein. Wie viel Studien nochmal? Drei. Ihr werdet gleich noch sehen, was ich damit meine. Vielleicht sind es auch vier Studien, schauen wir mal. Okay, kommen wir zur Studie Nummer 1. Die hat sich mit dem sogenannten Cycling-Effekt beschäftigt. Bicycle. Ja, um Fahrradfahren ging es aber nicht. Es ging um den weiblichen Zyklus und deshalb ging es um... Es ging um Stripperinnen. Da haben sich zwei Männer gefragt, wann haben eigentlich Stripperinnen ihr höchstes Trinkgeld? Fragen, die man sich im universitären Betrieb scheinbar ab und an einfach mal so stellt. Ich habe auch mal nachgeguckt, wer die Autoren sind. Also der eine war Türsteher in einem Nachtclub und der andere ist Psychologe an der Uni. Woher die sich kennen, man weiß es nicht. So, also die haben das aber auf jeden Fall untersucht und peer-reviewed veröffentlicht. Und die beiden haben herausgefunden, Stripperinnen haben ihr höchstes Trinkgeld, wenn sie ihre fruchtbaren Tage haben. Glaubt ihr das? Ja? Ja, das möchte man sofort glauben, weil das wirkt irgendwie logisch. Aber ich habe mir auch die Studie mal angeguckt und die Studie ist auch irgendwie ein bisschen komisch, hat ein paar statistische Probleme, aber eine Sache möchte ich ganz kurz erklären. Also diese zwei Männer mussten ja fruchtbare Tage dann bei Frauen bestimmen und haben die sich gedacht, das ist ja ganz einfach, das kann man ja abzählen. Eingeweihte Menschen lachen, weil wenn man so verhütet zum Beispiel, nennt man das die Kalendermethode, da kann man sehr schnell schwanger werden, weil das halt doch sehr unsicher ist. Das ist natürlich eine Unsicherheit, die sich ein Wissenschaftler nicht leisten sollte, aber das wussten die beiden auch. Und dann haben sie halt ins Paper geschrieben, an den Tagen, wo wir es jetzt nicht so genau wussten, da haben wir die Daten einfach aus dem Datensatz geschmissen. Also die haben ihre Daten frisiert, das ist natürlich nicht gut, deshalb ist es keine gute Studie, aber ab jetzt, macht euch mal keine Sorgen, ab jetzt zeige ich euch drei wasserdichte Studien. Die nächste zum Beispiel ist in Nature erschienen, also hat einen hohen Publikationsanspruch gehabt. Und da ging es um einen Mythos, den kennt ihr vielleicht aus dieser Serie hier. Bei Sex and the City und in den 90ern war das mal so populärer Schnack, dass sich Frauen im Zyklus angleichen, wenn sie besonders viel Zeit miteinander verbringen. Und diese Wissenschaftlerinnen konnten rausfinden, dass das tatsächlich stimmt. Und zwar haben die rausgefunden, das funktioniert über Achselschweiß. Und wenn ich jetzt sage Achselschweiß, weiß ich genau, was ihr denkt. Ja, auch Praktikanten im Schweißlabor dürfen an Dingen riechen. Hat man immer ganz schlechte Karten, wenn es um sowas geht. Ja, aber die haben den Schweiß halt anders gesammelt über Pads und haben halt rausgefunden, dass tatsächlich der Schweiß von Frauen, die gerade ihren Eisprung haben, auf andere Frauen zyklusverkürzend wirkt, während Schweiß von Frauen, die vor ihrem Eisprung sind, zyklusverlängernd wirkt. Und zwar im Schnitt um plus minus 2 Tage, also insgesamt eine Spanne von 4 Tagen. Wenn ihr nicht wisst, ob das lang ist, fragt mal eure Freundin, wenn die 4 Tage nicht weiß, ob sie schwanger ist, wie lang das sein kann. Gefühlt kann das sehr lang sein. Gut, dann kommen wir vielleicht zur Studie Nummer 2. Die ist ein bisschen ernster.
gab es ein paar gemeine Forscher, die haben Frauen zum Weinen gebracht. Nicht vor Schmerz, sondern aus Traurigkeit. Und sie haben alle Tränen gesammelt, wie Wissenschaftler das halt so machen. Und dann gab es ein paar Männer im MRT, die mussten daran riechen und die wussten natürlich nicht, worum es geht. Ja, und die Forscher haben herausgefunden, kurz gesagt, wenn Männer unter dem Einfluss von Frauentränen stehen, ist tote Hose. Viele von euch wussten das wahrscheinlich vorher auch schon, aber jetzt wisst ihr es wissenschaftlich gesichert. Also was ist da passiert? Die Männer haben selber erstmal angegeben, wenn sie an diesen Frauentränen gerochen haben, dass sie sich selber weniger sexuell erregt fühlen. Sie haben aber auch Frauengesichter durchschnittlich weniger attraktiv bewertet. Man hat es auch im MRT gesehen, dass ein Areal, das mit sexueller Erregung assoziiert ist, weniger aktiv war. Und der letzte Punkt ist eher so eine Art Reflex, den man nicht willentlich kontrollieren kann. Die Männer hatten auch weniger Testosteron im Speichel und das gilt wissenschaftlich tatsächlich als Zeichen dafür, dass man weniger sexuell erregt ist. Und das ist auch ein interessanter Hinweis darauf, dass es nicht immer nur um Schweiß geht in solchen Pheromonstudien, sondern alle möglichen Körperflüssigkeiten kommen dafür natürlich in Frage. Jogi Löw weiß das sicherlich auch. Okay, dann kommen wir zur alles entscheidenden Studie Nummer 3. Bestimmt habt ihr euch schon gefragt, warum habe ich den Titel so provokant gewählt und dann kommt zu dem Thema nicht mehr so wirklich was. Also das Beste kommt natürlich zum Schluss. Hier gab es ein paar nettere Forscher, die haben ihren Probanden, ich möchte sagen, anregende Filmchen gezeigt, ne? Ihr wisst Bescheid, und haben sie damit ins Schwitzen gebracht. Und den Schweiß haben sie auch wieder gesammelt und andere im MRT mussten das riechen, die nicht wussten, worum es geht. So, und dann wurde das untersucht. Als Negativkontrolle gab es emotionslosen Sportschweiß. Und Androstenon wurde hier auch untersucht. Und kleiner Spoiler, Androstenon ist in der Studie komplett durchgefallen. Es hatte im MRT keine Wirkung. So, aber dieser geile Schweiß, möchte ich sagen, der hat schon eine Wirkung. Erstmal haben die Probanden gesagt, sie hätten nichts gerochen. Aber die Forscher konnten im MRT sehen, das Gehirn hat irgendwie doch was gerochen, weil es war ein Areal aktiver, das mit Riechen assoziiert ist. Also irgendwas ist passiert beim Riechen oder beim Einatmen. Und dann, was vielleicht ein bisschen enttäuschend ist, ein Areal, das so mit Sexualverhalten und Sexualkontrolle assoziiert ist, da war gar nichts los, also es war unsignifikant. Aber es war tatsächlich ein Areal aktiver, das mit visueller Vorstellung und Erwartung assoziiert ist. Das hat meiner Meinung nach auch viel mehr damit was zu tun, was die schwitzenden Probanden erlebt haben. Die haben nämlich nur geguckt. So, also man kann plakativ sagen, geiler Schweiß macht Lust auf mehr. Und wenn ihr jetzt immer noch Lust auf mehr habt, dann habe ich noch meine letzte Folie für euch. Und ich möchte schließen mit der Frage, gibt es Pheromone? Ja, es gibt auf jeden Fall Pheromone bei Insekten und Tieren, das ist vollkommen unstreitig. Und bei Menschen, ihr habt die Studien jetzt gesehen, es gibt noch viel mehr, zum Beispiel auch zum Thema Angstschweiß gibt es ein paar spannende Studien und auch zum Thema Vaginalsekret gibt es ein paar spannende Studien. Habt aber bitte immer im Hinterkopf, Pheromone sind kein Wundermittel, wir Menschen haben einen freien Willen. Trotzdem könnten diese Substanzen im Schweiß ein pharmakologisches Potenzial haben, aber wir wissen leider bis heute nicht genau, was im Schweiß da eigentlich wirkt. Es ist aber auch aufpassen angesagt unbedingt. Androstenon ist kein humanes Pheromon. Das war der ganz falsche Weg, dem wir 40 Jahre lang nachgelaufen sind. Androstenon ist halt eben eher ein Duftstoff. Und Duftstoffe haben auch einen Einfluss auf uns Menschen, aber nicht so einen reflexartigen, wie Pheromone das haben. Und dann ganz zum Schluss würde ich sagen, wir haben auch gesehen, nicht nur Sex-Smells, ja, Androstenon beim Date, ich würde sagen, no risk, no fun. Dann haben wir auch noch gesehen, Tränen sind ein echter Upturner, also Vorsicht. Und geiler Schweiß macht Lust auf mehr. Und wenn ihr jetzt immer noch Lust auf mehr habt, dann müsst ihr mich im Internet besuchen. Janina Explains It All, zum Beispiel auf Instagram. Es gibt noch so viele interessante Geschichten, auch zu Schweiß und anderen Sachen zu erzählen. Dankeschön. Janina Otto. Janina Explains It All. Ja, und ich habe ein neues Wort gelernt, was ich noch nicht kannte. Duldungsstarre. Alter, Duldungsstarre. Es klingt, irgendwie klingt es falsch. Also, naja, Duldungsstarre. Ich pack's nicht. Gut, liebe Wertungsrüppchen, zum letzten Mal müsst ihr euch auf eine Punktzahl einigen. Also, einigt euch, sprecht euch ab für die Wertung von Janina Ottos Slam-Beitrag. Einigt euch. Ich nehme mal an, ihr habt euch geeinigt, deshalb Pappen hoch. So, ich sehe 6, ich sehe 5 sind 9. Nein, Entschuldigung, 11. Ja, sorry. 11 und 6
sind 17 und 5 sind 22 und 6 sind 28 und 6 sind 34 Punkte für Janina. So, Maria steht schon auf ihrem Kreuz, Theresa auch. Und jetzt ein Wertungsapplaus für Janina Otto. Ja. So, vor lauter Schreck, mein Mikrofon verloren, aber egal. Was tut man nicht alles? So, Theresa hat 99,9 Dezibel und Maria 99,7. Nun ja. Okay. Ja. Das waren unsere 6 Slams. Ich habe Ihnen nicht zu viel versprochen, oder? Okay.